Ein wummernder Bass kann nicht nur eine Partygemeinde zum Beben bringen. Die Studenten Viet Tran und Seth Robertson haben einen neuen Weg gefunden, niedrig frequentierte Schallwellen sinnvoll zu nutzen. Im Zuge eines Studentenprojektes entwickelten die beiden einen Feuerlöscher, der mittels Hochdruck Flammen tötet. Das ist kein Scherz, der Klangstrahlenfeuerlöscher löscht absolut jede Flamme. Und das funktioniert, da Töne, je tiefer sie sind, mehr Schallwellen, also Druckwellen, produzieren. And that would be applied to forest fires or even building fires. Danach gibt es durch einen tiefen Bass besonders viel Druck, der sich als Wind bemerkbar macht und so Flammen löscht. Dieses revolutionäre Gerät ließen sich die beiden patentieren. Vielleicht wird also künftig Feuer mit dieser chemikalienfreien Methode bekämpft.